Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen wieder mal Pokémon. Und wir sind gerade in der Arena von Major Bob, kämpfen uns hier gegen seine Schergen und Handlanger durch. Und nur noch der eine Gentleman ist hier der Letzte, der uns im Weg steht. Neben dieser komischen Schutzbarriere, die wir auch noch ausschalten müssen. Pokémon bei guter Gesundheit. Items verstaut. Dann nix wie ab dafür. Das war übrigens der Spruch, den Maike auch ablässt in ihrem Zimmer. Major Bob war mein Ausbilder! So, dann versuchen wir heute mal die Arena hier abzuschließen. Und dann kann ich ja mal ein bisschen hier, ein bisschen ranten über mein Privatleben. Denn das interessiert die Leute. Und zwar heute war der schlimmste Tag, den ich hätte erwischen können. Das ist durchaus eine Tatsache und keiner kann das abstreiten. Und zwar kann ich das auch begründen. So, alles hat angefangen mit, ich musste um 12 Uhr den Zug nehmen zur Uni. Ist schon mal nicht so ganz schlimm, aber... wie ich das so zeittechnisch geplant habe, bin ich natürlich viel zu spät losgekommen. Ich brauche normalerweise so mit dem Rad irgendwie 15 bis 20 Minuten zum Bahnhof. Aber ich bin leider erst zu spät losgefahren. Und dann habe ich mich todes abgehetzt, um noch rechtzeitig zum Bahnhof zu kommen. Und genau dann hat der Zug natürlich, wie sollte es auch anders sein, 30 Minuten Verspätung. Das war ja schon mal richtig scheiße, dachte ich mir. Toll. Und dann ging es aber noch weiter. Und zwar auf dem Rückweg. Zug ist wieder hier, ich bin wieder am Bahnhof, will mit dem Fahrrad jetzt wieder schön nach Hause fahren. Himmel, strahlend blau. Und dann setze ich mich auf mein Fahrrad, fahre los, die erste Ecke um die erste Ecke gefahren und zack, Platzregen of Hell bricht über mich herein. Ja, ich also so schnell wie möglich zu Richtung Famila, weil da kann man sich unterstellen, das ist die nächstbeste Gelegenheit und das ist auch schon 1 Kilometer entfernt. Ich sollte übrigens mal hier einen Trank verwenden. Also ich so schnell wie möglich nach Famila gedüst, um mich da drunter zu stellen. Sobald ich da bin, hört der Regen auf. Ja, toll, so muss es sein. Und dann dachte ich mir, okay, ist jetzt aber nichts wie nach Hause. Ich bin schon voll durchnässt. Ich will nach Hause, ich will duschen. Und sobald ich losgefahren bin, wieder um die erste Ecke, fängt es wieder an zu regnen. Ah, dieser Tag. So, habe ich Supertränke? Ja, 21. So, das war mein persönlicher Hasstag dieser Woche. Und ja. Alles nur Schuld ist dieses komische Sturmtief Michael oder wie das heißt. Niklas heißt das. Hasse das, ey. Oh, nicht nur das, dass hier unsere kompletten Blumenkübel vernichtet hat und jegliche Tischdecken, die im Garten lagen, Kilometer weit weggetragen hat oder so. Ich kann froh sein, dass mein Haus noch da gestanden ist, wo ich es vermutet habe, nachdem ich nach Hause gekommen bin heute. Aber gut. So, den Gentleman hier. Claudio haben wir besiegt. Stopp, du bist zu gut! Oh yeah, die haben immer so viel Geld dabei, richtig cool. Und ich glaube, ich werde krank. Ich habe schon so ein bisschen einen Frosch im Hals. War auch kein Wunder, weil ich habe ja vollkommen im Regen gestanden und Fahrrad gefahren und das ist super ungesund gewesen. Wir müssen jetzt hier das sagenhafte Rätsel von Major Bob lösen. Und zwar in einem dieser Mülleimer befindet sich ein Schalter. Und dann in einem weiteren Mülleimer daneben befindet sich der zweite Schalter. Und nur wenn wir beide schaffen zu drücken, dann öffnet sich die Blockade. Das Lustige ist, die Schalter wechseln auf einmal ihre Position, nachdem man einmal den falschen gedrückt hat dann. Und dann sind die auf einmal komplett woanders. Das ist sehr merkwürdig. Hallo, die ist hier... Hallo? Habe ich jetzt nicht schon jeden durchsucht? Hä, welche fehlt denn noch? Was? Hä, ich hab doch jeden. Oder wollen die mich verarschen? Der hier? Nee, hier ist nichts. Bloß... Okay, wir gehen das nochmal alles durch. Das kann nicht wahr sein, dass sie hier keinen Schalter eingebaut haben. Okay, die oberste Reihe ist es schon mal nicht. Der zweite Schalter ist zum Glück halbwegs einfacher zu finden, weil der kann nur ein benachbarter Mülleimer sein, immer. Hallo, das kann doch nicht wahr sein. Ey, hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt. So, jetzt müssen wir noch den zweiten Schalter drücken und der ist in einer adjazenten Mülltonne. Adjazent ist benachbart, einfach Fachbegriff. Und man will Fachbegriffe benutzen, weil damit klingt man voll schlau. Das Problem ist, wenn wir nicht den richtigen Nachbarn finden, dann schließt sich das Schloss wieder und wir müssen den ersten wieder suchen, denn der ist dann auf einmal verschwunden. Das zweite Schloss wurde entriegelt. Ich hatte offenbar Glück. Die mechanische Tür hat sich geöffnet. So, und das ist Major Bob da hinten. Dieser Militärausbilder. Wie sieht es mal mit meinem Pokémon aus? Ich vermute, ich kann es wagen, mich in einen Kampf zu stürzen. Dann mal los. Hey Kitty, was hast du hier verloren, Mann? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir was erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht nun dir bevor.
Das ist ein richtiger Militär-Drill-Ausbilder, so stellt man sich ihn vor. Mit drei Pokémon hat er am Start, und zwar Makuhita, den Kampfsack. Das ist ein richtiger Kampfsack. So, mal schauen, was wir dem gegenüberstellen. Ich wünschte, ich hätte eine Flugattacke, das ist aber mir bisher verwehrt geworden. Trotzdem wechsle ich zu Hydra, denn er wird mich wahrscheinlich dann mit Kampfattacken angreifen und nicht sehr effektiv treffen. Außerdem Bedroher ist natürlich immer vorteilhaft, von daher richtig cool. So, Mogelhieb, auch das noch. So, was machen wir Schlaues? Kampf auf Kampf war, glaube ich, nicht ultra gut, aber naja, mal gucken. Ich habe keine Flugattacke, auch keine Drachenattacke, die mir Stab geben würde. Dann probieren wir es einfach. Oh, das war gar nicht so schlecht. Dann probieren wir es einfach mit Kampf auf Kampf. Das hat jetzt ja mehr Schaden gemacht, als ich mir erwartet habe. Es freut mich. Und der benutzt Tränke. Ach, sowas ist hier auf einmal. Hätte ich wahrscheinlich doch nochmal hier den, wie hieß die Attacke noch gleich? Den Durchbruch wählen sollen. Aber jetzt ist auch egal. So, das erste Pokémon von dir hat mir schon mal keine großen Gefahren bereitet. Was hast du noch so am Start, ist die Frage. Das nächste Pokémon ist Kabutops. Oh, wie cool. Ich habe selber auch einen. Ein Pokémon, nämlich Skull. Das entwickelt sich auch irgendwann mal zu Kabutops. Ich weiß nicht, auf welchem Level leider. Wahrscheinlich Level 40 oder so. Das könnte ungefähr hinkommen. Ist aber geschätzt. Ich weiß es nicht auswendig. So, Kabutops. Und hiernach freue ich mich schon sehr darauf, weil ich endlich wieder Phobos einsetzen darf. Yay. Und Kalypso theoretisch auch. Aber der chillt ja auf der Bank. Und da ist er auch ganz wohl. Da ist ihm ganz wohl zumute. Und deswegen möchte ich ihn da nicht rausholen. Aus seiner ökologischen Nische. So, wir plätten ihn einfach mit Aquaknarre. Ich habe mir eigentlich erhofft, dass das sehr effektiv trifft und ein bisschen mehr Schaden macht, aber das ist leider nicht der Fall. Er ist scheinbar kein Gesteinstyp. Das hatte ich aber eigentlich vermutet. Vielleicht Gesteinwasser und deswegen trifft es nur normal? Na, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall ist Kabutops auch besiegt und sein letztes Pokémon ist Starmie. Da weiß ich auch schon die perfekte Antwort. Alter, dieser Kampf läuft ziemlich gut. Rhea darf sogar noch kämpfen. Ist noch ein Level unter dem Limit. Von daher denke ich mal, dieser Kampf sollte halbwegs gut für uns ausgehen. Ich freue mich sehr darüber. Dann mach mal Kugelsaat und beende die ganze Geschichte. Und lass dich nicht töten hier. So, Kugelsaat. Und die nächste Arenaleiterin, die wir dann... Ach du Kack, das macht Kack. Die nächste Arenaleiterin, die wir besuchen, ist Erika in Prismania City. In ihrer Frauenarena, wo nur weibliche Mitglieder sind. Und ein Spanner vorne vorm Fenster steht. Die ist unsere nächste Kontrahentin und die hat Pokémon bis Level 29. Das bedeutet, da ist unser nächstes Limit. Bis dahin dürfen wir also unsere Pokémon trainieren und das macht erstaunlich wenig Schaden. Und der trifft auch nur zweimal immer. Was ist hier los? Ich muss mich heilen, wenn du ihn jetzt nicht tötest. Wollte ich eigentlich vermeiden, mich zu heilen, weil... Oh! Ich muss, glaube ich, mal den Sound leiser machen, weil ich habe das so ein ungutes Gefühl, dass das irgendwie auf der Aufnahme blöd sich anhört. Deswegen einen Moment bitte! So, Sound jetzt schön angepasst und ich bin leider sehr verwundet. Habe ich einen Fehler gemacht? Na egal, war zwar riskant, aber hat ja doch noch geklappt. Rhea, hätte es auch mal ruhig fünfmal treffen können oder ein bisschen mehr Schaden machen. Aber nee. So, Level 24, auch eine coole Sache. Auf Level 28 entwickelt sich Rhea, glaube ich, zu Papunga. So, Major Bob. Wow, du weißt, wie man kämpft, Kitty. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Cool, das ist unser dritter Orden der Kanto-Region. Yay! Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Als ob du die VM schon hast. Haha, du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. Die M-Nummer 34, das ist Schockwelle. Elektro-Pokémon können diese Attacke lernen. Ach, danke für diese ausführliche Erklärung der Attacke. Schockwelle. Ich habe aber keine Elektro-Pokémon. Kann es vielleicht sonst jemand lernen? Das wäre sehr lustig. Manchmal ist das ja so, dass man die auch irgendwie typübergreifend lernen kann. Zum Beispiel kann auch Pikachu Surfer lernen unter gewissen Umständen. Schockwelle Nummer 34. Nee, Raiden kann das tatsächlich lernen. Oh, ja siehst du, das hätte man ja gar nicht erwartet. Ja, dann lernst du das jetzt. Und du musst da etwas anderes verlernen. Zum Beispiel Weißnebel. Habe ich so im Gedächtnis, dass du noch Weißnebel hast? Ja, das kann sofort weggeknallt werden. Das benutze ich sowieso nie. Weiß gar nicht, was das macht. Aber auf jeden Fall kein Damage. Und ich will nur Damage. Jetzt haben wir auch endlich eine Elektroattacke. Das ist doch wunderbar. Wenn ich jetzt mal wieder gegen Wasser-Pokémon kämpfen muss oder gegen Flug-Pokémon, habe ich also mit Nereid eine wunderbare Antwort. Das freut mich doch sehr. So, haben wir eigentlich unser Fahrrad schon abgeholt in Azuria City? Das weiß ich gerade gar nicht.
Aber ich glaube, wir müssen uns auch den Umweg jetzt nicht mehr machen. Wir könnten das theoretisch da abholen mit unserem Coupon, den wir haben. Aber die Turbo-Treter sind auch gut genug, würde ich sagen, ne? Achtung! Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Ich muss mich nochmal heilen, wo ich gerade doch hier in der Stadt bin. Und wer bist du denn? Oh, hallo, Berati, wie geht es dir? Ich bin einer von Professor Eichs Assistenten. Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Er hatte ein Paket von Professor Eich für dich, Berati. Er sagte, er sucht dich bei Route 2. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach ihm Ausschau. Stimmt, das habe ich vercheckt. Der war ja oben in dieser komischen Zwischenbereich, der die Routen trennt, in dem Aussichtsraum. Da stehen die Assistenten rum und wenn wir eine bestimmte Anzahl von Pokémon gefangen haben, dann schenken die uns Items. Das ist natürlich ziemlich nett, aber ehrlich gesagt möchte ich jetzt nicht komplett dahin zurück, aber vielleicht ist es voll das wichtige Item. Das kann natürlich sein, aber wir behalten das erstmal im Hinterkopf und wahrscheinlich habe ich sowieso nicht genug Pokémon gefangen, als dass ich das Item haben kann. Ja, besonders Angst habe ich natürlich dann, wenn wir Blitz brauchen. So, was ist hier? Dickdas Tunnel, ne? Da dürfen wir auch ein Pokémon fangen und das machen wir direkt. Ein Pokémon wird hier gefangen. Ich muss aber aufpassen, hier gibt es Pokémon, die bis Level 30 sind, glaube ich. Also ziemliche Gefahr kann davon ausgehen. Ich packe erstmal Rhea an die Spitze für eine initiative Paralyse-Attacke. Das ist doch ein wundervoller Plan. Ah, obwohl, wir können doch hier auch direkt zurück zu Route 2 und dem komischen Assistenten da einen Besuch abstatten und das Item abholen. Das machen wir doch direkt, oder? Und unser Pokémon ist Kravums. Das ist ein tolles Pokémon, ich möchte das haben. Die entwickelte Form von Flurmel. Stachelspore bitte, ich hoffe das klappt. Wunderbare Sache. Und jetzt müssen wir den Typen noch schwächen. Paralysiert. Hätte ich Kravums nicht eigentlich auch als Starter haben können? Oder war das eine andere? Oder war das was anderes? Nee, Pipi war das. Pi oder so irgendwas ganz komisches. So, hauen wir ihm mal ein bisschen Tackle um die Ohren und töten ihn hoffentlich nicht damit. Und dann versuchen wir diesen netten Kollegen für unser Team zu gewinnen. Kravums ist leider ein Normal-Pokémon, glaube ich, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne die Typ-Kombination von dem Sack überhaupt nicht, deswegen kann ich darüber keine Aussage treffen. Aber ich glaube, das Pokémon hat relativ gute Stats. Deswegen ist es durchaus eine Überlegung wert, diesen Spinner in mein Team zu holen. Vorausgesetzt, ich kann es überhaupt fangen und töte es jetzt nicht aus Versehen mit einem Volltreffer. Ja, einmal geht, glaube ich, noch. Ich glaube, einmal geht... Oh mein Gott, du machst auch viel mehr Schaden, als mir lieb ist. Ich sollte vielleicht wechseln und mit einem anderen Pokémon tanken. Zum Beispiel mit Nidalee, weil sie einfach die meisten HP hat. So, und dann können wir Pokébälle auf ihn drauf schleudern, ohne Limits. Beruhigt sich. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Wahrscheinlich wurde das in jeder Runde stärker oder so. Ist mir auch egal. Die Pokébälle fliegen jetzt ihm um die Ohren, bis es drin bleibt. Das ist der Plan. Das hat ja gut geklappt. Ja, dann müssen wir einfach warten. Oh mein Gott, wie viel Schaden macht der? Das gefällt mir nicht. Ich probiere es mit dem Superball, weil das ist ein super gefährlicher Typ. Und super gefährliche Typen verlangen Superbälle. Deswegen heißen die ja so. Bitte bleib drin. Alles andere wäre doof. Oh yeah, Kravums wurde gefangen. Schön. Für Kravums wird ein Eintrag im Pokédex angelegt und da drin steht. Aus seinen Körperöffnungen kommen jegliche Exkremente. Seine lauten Schreie können noch 10 Kilometer entfernt wahrgenommen werden. Und wir müssen einen Spitznamen geben, das ist ein Teil der Nuzlocke-Regeln. Es ist männlich und ich gucke mal, welcher Name hier in Frage kommt. Wie wäre es mit... Ich weiß nicht wieso, aber der hier spricht mich gerade am meisten an. Wir nennen ihn Carpo. Und Carpo ist, wie man weiß, ein Mond des Saturn. Das ist ja allgemein bekannt. So, der wurde auf unser System übertragen. Mal gucken, wenn wir das nächste Mal im Pokémon Center sind, was er so für Attacken am Start hat. Wie geht's der Gesundheit meiner Pokémon hier? Ich sollte tauschen. Das wäre eine gute Wahl. So, und dann gucken wir mal, was das Geschenk ist, was mir da angeboten wird und was ich bestimmt überhaupt nicht abholen kann, weil ich zu wenig Pokémon gefangen habe. Aber was soll ich denn tun? Es ist eine verdammte Nuzlocke. Da kann man halt nicht so alle Pokémon fangen, die man trifft. So, ich habe leider keine Wasserattacke. Ich probiere es mal mit einer Konfusion. Vielleicht verwirrt er sich ja. Das wäre sehr lustig. Nee, schade, leider nicht. Ich muss aufpassen, dass der mich nicht tötet. Ey. Ich habe nämlich ein bisschen Respekt vor Kravums, nachdem ich gesehen habe, wie viel Schaden sein Aufruhr so macht. Habe ich durchaus Respekt vor dem.
Das macht jetzt gar nicht mehr so viel Schaden, dieser komische Konfusionsdingsens hier. Das ist ein bisschen schlecht, ne? Also ein bisschen schlecht ist es ja schon. Na komm. Kravums, stirb! Ich sollte vielleicht das Pokémon wechseln, wenn ich das nächste Mal gegen Kravums kämpfen muss. Ha. Und wie gesagt, hier können noch Pokémon bis Level 30 auftauchen. Das kann durchaus gefährlich sein, wenn wir hier in Level 30 Kravums treffen. Das wäre sehr dämlich, wenn ich da ein Pokémon deswegen verliere. So. Er hier ist auf jeden Fall Geschichte und gibt einige XP, nämlich 500. Leider kein Level-Up. Naja, so. Einfach weiter. Wir wollen den Tunnel durchqueren. Das ist das Ziel, was wir in diesem Part noch machen. Egal, wie lange ich jetzt überziehe, wir durchqueren diesen Tunnel. Und die Pokémon hier sind sehr abwechslungsreich. Aber so ist es halt, das ist Dickdas Höhle. Normalerweise kommt hier immer nur Dickda. Und jetzt haben wir hier mal, was anderes. So, Phobos, dich haben wir lange nicht mehr gesehen. Jetzt darfst du endlich wieder fighten, weil das Level-Limit wurde hochgesetzt und du bist jetzt nicht mehr davon betroffen. Das klingt doch wunderbar. Und du hast auch sogar eine Wasserattacke, nämlich Aquaknarre, welches hoffentlich sehr effektiv trifft. Nein, tut es nicht. Shit. Dann ist es wahrscheinlich ein Normal-Pokémon, oder? Probieren wir Lehmschuss aus. Vielleicht ist das ja sehr effektiv. Einfach so raten. Einfach mal das komplette Moveset durchgehen. Hat auf jeden Fall mehr Schaden gemacht. Das ist doch toll. Dabei können wir bleiben und Phobos direkt dann Level 25 bescheren. Denn das wird auf jeden Fall reichen. So, weg mit dem Dreck. Jeder müsste 249 bekommen, schätze ich. Oder 250. Ah, wunderbar. Meine Mathe-Skills, ne? Oder was heißt Mathe? Das ist ja Vorhersage. Ich sollte ein Orakel werden. Lehmsuder. Was macht das denn? Was macht denn Lehmsuder? Papa, schwächt Elektroattacken, solange der Anwender am Kampf teilnimmt, ist totaler Schwachsinn. Möchte ich nicht. Nicht erlernt und da bin ich sehr froh drüber. Eine richtige Bullshit-Attacke. Außer wenn man gegen Major Bob kämpft oder so. Aber den haben wir jetzt ja schon hinter uns. Oh, es gibt tatsächlich auch andere Pokémon. Level 29, da haben wir es. Mashok. Mashok hat also die Rolle von Dickdri übernommen. Und ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich hier am besten fliehen kann. Weil ich weiß nicht, ob ich gegen Level 29 Mashok eine Schnitte habe. Aber Bedroher ist natürlich schon mal gut. Ah, Vergeltung. Oh, ist zum Glück nicht sehr effektiv. Ich weiß nicht, ob ich fliehen darf oder ob das nicht geht. Ob er eine höhere Initiative hat, weil ich glaube, davon ist es abhängig. Wir probieren einfach mal Durchbruch aus und gucken, wie wenig Schaden das macht. Oh, verdammt wenig. Verdammt wenig. Ich sollte fliehen. Bitte, bitte funktioniere Flucht. Ja, du bist entkommen. Ich bin sehr froh darüber. Sehr schön. Ich möchte jetzt endlich mal das Ende dieses fucking Tunnels haben. Danke. So. Im Felstunnel ist es stockdunkel und furchtbar gruselig. Wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Ja. Ich weiß nicht genau, wo wir Blitz bekommen. Vielleicht ja hier bei dem Assistenten. Das wäre toll. Das werden wir allerdings erst im nächsten Part erfahren. Wenn wir hier weiter zocken bei Pokémon Feuerrot. Random Nuzlocke. Bis dann, Leute, und Tschüssikowski.